Es ist schön, mal etwas Kultur hier in Palomino Fels zu sehen. Habe ich nicht recht, Mr. Reed? Auch wenn ich weiß, dass du anderes gewohnt bist. Aber wir geben unser Bestes, nicht wahr? Das war's dann für das heutige Training. Was den morgigen Wettkampf angeht. Die Punktrichter sind hoch angesehen und als streng bekannt. Ihr seid zwar alle super in Form, aber die Präsentation war nicht gut. Es ist wichtig, dass ihr nicht vergesst, ihr vertretet nicht nur euch selbst und euer Team, sondern auch unsere Schule. Kommt wie aus dem Ei gepellt und auf keinen Fall zu spät. Wir sind zwar gut im Dressurreiten, Chica Linda, aber unsere Präsentation muss besser werden. Prue! Nicht jetzt, Mary Sella. Mystery und ich haben da draußen euer Herumgetrabe bewundert. Danke. Oder? Als preisgekröntes Showpferd kennt Mystery sich sehr gut mit Darbietungen aus. Richtig. Ein Showpferd. Ein preisgekröntes Showpferd. Mary Sella, ich brauche deine Hilfe. Und dann ist das Wolfsjunge ausgebrochen, gerade als der Waschbär in das Schildkrötenfutter getreten ist. Aber ich habe alles unter Kontrolle gekriegt. Und jetzt ruhen sich alle Tiere aus. Und ich muss das auch unbedingt tun. Oh, wer ist bereit für eine Mondshow? Ich kümmere mich darum. Ehrlich gesagt, habe ich Mary Sella gebeten, mir bei meinem Outfit für den Wettkampf zu helfen. So eine Überraschung. Wir können auch woanders hingehen. Du wolltest dich ja ausruhen, Abigail. Und das hier verpassen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Überhaupt nicht. Ich sehe aus wie ein Marshmallow mit Füßen. Ich brauche einfach nur ein Outfit für meinen Dressurwettkampf. Nicht für einen Schönheitswettbewerb. Das ist nicht lustig. Doch, es ist schon lustig. Miss Palomino Fels. Ich muss das ausziehen. So viel zu wie aus dem Ei gepellt. Oh. Ich habe noch ein Outfit, das dir ganz bestimmt gefällt. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Vertrau mir. Ich bin die hiesige Modepräsidentin. Selbsternannte. Hiesige Modepräsidentin. Und? Was denkst du? Du siehst toll aus, Prue. Die Ansteckblumen sind hübsch. Ich habe sie aus Spirits Siegerkranz gemacht. Das bringt dir sicher viel Glück. Ich finde es gar nicht so schlecht. Es ist sogar perfekt. Ich wusste, du bleibst am besten du selbst. Mit etwas Flair natürlich. Und wieso musste ich dann die ganzen anderen Sachen anziehen? Zu meiner Belustigung. Wozu denn sonst? Nochmal danke für deine Hilfe, Mary Sella. Es war mir ein Vergnügen. Mach einen Knicks. Das hat sie ja noch nie gemacht. Das ist Mysterys guter Einfluss. Das ist mein Zeichen. Ich sehe euch drei Mädels später. Heißt das, dass ich jetzt auch zu den Mädels dazugehöre? Viel Glück! Yay! Wuhu! Ja! Prue und Chica Linda sahen noch nie so gut aus. Ich geb's ehrlich zu, Mary Sella. Das hat's echt gebracht. Es ist doch das Mindeste, dass ich mein Talent teile. Super aus, Prue. Danke, Leute. Wie fand deine Lehrerin deine Präsentation? Sie war wirklich beeindruckt. Und die Punktrichter fanden Chica Lindas Knicks süß. Das ist toll, Prue. Das Wochenende ist fast vorbei. Was sollen wir jetzt tun? Ich kenne ein paar Wildtiere, die gern nach Hause gehen würden. Mach's gut, Kitzi. Mach's gut, Wolfi. Mach's gut, Waschbiri. Ein raffiniertes Namensgebungssystem, Dr. Stone. Ja, das stimmt, Pui. Dr. Stone.
Das klingt gut.